Es ist einer der rätselhaftesten Sabotageakte unserer Zeit. Im September 2022, kurz nach dem Angriff auf die Ukraine, folgte der Anschlag auf die Ostsee-Pipelines Nord Stream 1 und 2. Die ganze Welt fragte sich, wer war dafür verantwortlich? Klaus Ernst, unser BSW-Vize im Bundestag, sagt in einem Tagesspiegel-Interview dazu, der Verdacht liege nahe, dass die deutschen Ermittlungsbehörden so zugeknöpft seien, weil es Hinweise auf die Ukraine gibt. Es wäre ein Skandal, wenn Staatsräson dazu führt, dass Spuren in die Ukraine ignoriert und Ermittlungsergebnisse zurückgehalten wurden. Die Anschläge gegen die Pipelines könnten nicht von einem Privatmann oder Stammtischbrüdern organisiert worden sein. Da steht ein Staat dahinter. Doch wohin führen nun die Spuren? Ein exklusiver Bericht des Wall Street Journal zeigt, dass deutsche Behörden bereits Monate vor dem Anschlag durch die CIA und niederländische Geheimdienste über einen möglichen ukrainischen Sabotageplan informiert wurden. Auch nach dem Angriff erhielten sie weitere detaillierte Hinweise. Dies wirft die Frage auf, hätte Deutschland mehr unternehmen können, um den Anschlag zu verhindern? Wenn die Ukraine hinter den Nord Stream-Anschlägen steckt, ist es skandalös, dass die Ampel weiterhin Waffen liefert und die Aufklärung blockiert. Konsequenzen sind überfällig.